Hallo, ich bin Martina und heute lernst du etwas über die Schildbürger. Du kennst die Schildbürgerstreiche schon? Na, umso besser, dann können wir ja gleich anfangen. Ich erzähle dir zuerst etwas über die Entstehung der Schildbürgerstreiche und dann sehen wir uns drei der berühmtesten Schildbürgerstreiche genauer an. Nämlich die Schildbürger verschieben das Rathaus, der versalzene Gemeindeacker und der Kaiser kommt zu Besuch. Die Schildbürger ist der Titel eines Schwankromans, der 1598 veröffentlicht wurde. Der ursprüngliche Titel, unter dem der Schwankroman ein Jahr früher erschien, lautete Das Lalebuch. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com